Hallihallöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast, unserer Grusel Journey Tour Anstalt. Und wir gucken uns die ganze Sache mal an hier. Ich mache kurz die Musik ein bisschen leiser. Zuletzt hatten wir ja ihn da gefilmt. Genau, ihn da. Den Chris Walker, soweit ich mich richtig erinnere. Jetzt müssen wir uns hier durchbegeben. Hier ist zu. Was liegt hier? Und hier liegt die Schlüsselkarte für die Dusche. Ja, Leute. Ist ja nicht viel passiert in der letzten Folge. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ihr habt es bestimmt gesehen. Wenn nicht, dann schaut doch einfach mal vorbei in den Folgen davor. Oder wenn ihr noch gar nichts davon gesehen habt, fangt doch in der ersten Folge an. Ich würde mich freuen. Und jetzt genug Geplänkel, denn es ist ja ein Horrorspiel. Und in ein Horrorspiel gehört Spannung. Hallo? Hallo? Oh, ein Raden. Okay. Neues Ziel, entkomme durch die Dusche. Oh, oh. Oh. Das war gar nicht gewollt, Leute. Das war nicht gewollt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, schön. So. So. Nochmal zurückspulen. Neues Ziel. Entkomme durch die Dusche. Oh mein Gott. Lass mich rein. Es ist kalt draußen und es regnet. Ja, Bastarde. Es ist verdammt kalt draußen und ich will eigentlich nur rein, weil es regnet. Wie aus Eimern und ich werde nass. Da stehe ich nicht so besonders. Ich denke, wir können rein ohne Probleme. Hätten wir das dieses Mal souverän gelöst. Jetzt schauen wir mal hier. Hallo? Eine Batterie? Nein. Reißen wir mal die Tür auf. Dann müssen wir bestimmt nicht lang. Okay, da müssen wir bestimmt nicht lang. Hier wird bestimmt zugeschlossen sein. Genau. So, was ist hier? Ah ja. Der Friseursalon. Schön, hätten wir den auch gefunden. Ja, genau, also. Die Hirn, die wollten sich immer nicht die Haare schneiden lassen und deswegen musste man hier so diese Stühle einbauen lassen. Das war wahrscheinlich der Friseur, der voll gegen die Wand geklatscht wurde. Und das ist bestimmt nicht gemütlich, so wie er da liegt. Das... Ui. Von Morin. Morin. Channel 01. Eigentlich ist es ja noch funktionstüchtig. Lesen wir mal. Der Totenschein von Dr. Berninger. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragnehmer Nummer 148616 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732. Ort Colorado.
Gemeinde oder Stadt. Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat. 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht männlich, Farbe, Rasse, weiß. Ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. Bitte angeben. Er war ledig, Geburtsdatum ist der 20. Oktober 1918, Geburtsort Deutschland, Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe. Bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat, Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursache waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Okay. Also ist dieser Wernicke tot und natürlich gibt's beim Friseur dann im Stuhl noch die Gelegenheit, sich einer anderen Sache zu entledigen. Oh. Natürlich wurden ja auch nicht nur Haare abgeschnitten. Und das muss der Friseur sein. Okay. Hätten wir das. Oh. War es hier vorher schon so dunkel? Bin ich hier richtig? Ich denke schon. So. Es hat aufgehört zu regnen. Hey. Ah, eine Batterie, sehr gut. So, hier ist alles verschlossen, also müssen wir in den Security Room, den natürlich ordnungsgemäß betreten hier. Tür zu. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um hier. Aha. Okay. Du bist tot und hast dir sogar noch deinen Kaffee schmecken lassen. So. Oh, nee. Fuck, wir müssen hier raus. Okay, ich weiß. Puh. Irgendwie sowas musste es sein. Na du? Ich bin nicht das Problem, ich bin die Lösung. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Alter, what? Was war denn das? Puh. Das war ein Massaker. Finden Sie einen anderen Weg durch die Dusche? Hier nicht. I'm coming. You won't have to kill yourself. I'll make the film stop. Whoa. Was will denn der jetzt hier unten? Bleib doch weg.
Wir sind nicht das Problem, wir sind die Lösung. Man kann doch reden. Ich habe einige Fragen an dich. Also entweder geht jetzt zwei Taktiken an. Lauf und stirb. Oder schleich und stirb trotzdem. Wofür seid ihr? Würde mich jetzt mal interessieren. Hallo? Schnauze, Kamera. Boah, nein, 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 nein. Mach die Tür auf! Nein! Nein! Mach keinen Scheiß. Puh. Gänsehaut-Feeling. Unterm Bett. Okay, er kommt hier vor zu. Oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gelaufen mit euch hier. Nicht, dass ich euch jetzt hier in eine Misere reingelatscht habe. Reingelatscht? reingebracht habe. Wir gehen mal gucken. Kommt mir so nah vor. Ich weiß nicht, wo er ist. Nein, Kamera, nicht jetzt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir sind hier nicht. Nein, nein, wir sind hier nicht. Er macht jetzt nicht echt die Pause vor der Tür. Ja, geh weiter, Dicky. Das tust du gut so. Geh einfach weiter. Ich wollte die Folge mal professionell abdrehen, wenn du das so zulassen könntest. Ich bin dir sehr verbunden. Komm, schnell, 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 schnell. Er hat auch die Tür aufgeschlagen. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Komm hier durch, da kommt der Dicke nicht durch, da kommt der Dicke nicht durch. So. Gut. Sache, er sieht uns nicht. In die Duschen möchte ich nicht noch einmal. Also gehen wir jetzt hier rein. Oh! Warum? Was habe ich dir getan? Ist der Dicke noch nicht das Problem genug? Oh Gott. Leid. Nein. 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 Ich will nicht da rein. Seht ihr den Typ da? Nur mal so fürs Protokoll. Gibt vielleicht auch ein schönes Thumbnail ab. Nein. Alter, geh weg. Nein, ich will nicht dein Freund sein. Hey.
Zu viele Gespräche. Praying fucking. Warum tust du mir das an, Gott? Warum? Nein. Gott, du willst mir nicht helfen. Gott. Warum tust du mir das an? Oh. Dann verrat mir mal ein Geheimnis. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber darum soll sich mal der Zukunftsbarschiss kümmern. Genauso wie um diesen Pädophilen hier. Folge ist ein bisschen kürzer, also wie die anderen Folgen davor, vor der letzten. Die letzte war ja mehr eine Entschuldigung. Leute, ich habe ein bisschen Muffensausen hier. Wegen den ganzen Tönen und alles, macht mich ein bisschen verrückt. Also ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich in der Folge, auch wenn ich nicht so wirklich angekommen war, glaube ich. Aber ist auch egal. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in der nächsten Folge und das sehen wir uns genau dort. Auf derselben Welle, an derselben Stelle. Tschaußen, Leutchens.